da war es auch schon knapp. Also 2-1 war es ja. Oh. Ey, diese scheiß Latte. Das müssen wir uns nochmal angucken. Zack. Da war ja alles gleich. Das war unser allererster Spieltag überhaupt, den wir unentschieden feiern mussten. Scheiße, jetzt sehe ich gelb. Also hier Champions League ist mega spannend. Bayern ist ja schon durch. Atletico ist ja, glaube ich, auch schon durch. Ja. Mist. Ja, geht doch. Oh, was ein Jubel hier beim 1-0 für FC Bayern München. Da war es auch schon knapp. Also 2-1 war es ja. Oh. Ey, diese scheiß Latte. Das müssen wir uns nochmal angucken. Zack. Scheiße. Der hat schon gelb. Oh nein, 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 nein. Oh, der hat schon wirklich gelb. Das Gesicht habe ich mir gemerkt. Nach langer Zeit sehe ich hier den roten Kasten. Ja, das, oder? Doch. Ja, das ist schon Ewigkeiten her. Ja, gelb-rot, auf Wiedersehen. Elfmeter! Gelb für Gabi, die Frau im Team. Oh Mann, ey, das tut echt weh. Ich hab die Aktion nicht gesehen. Oh, Lewandowski. Na. Mann, Alter, ich raste hier aus. Wie dumm ist der denn? Oh, machen 4-0 raus. Ja, gut so. Das war ein Fußball von Augusto. Elb. Oh, denn so ein Scheißpass. Ja, schön. Oh, da, beim Sommer. Gibt's Ecke? Was gibt es jetzt? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall gelb. Erstmal gelb für Sergio. Er versteht die Welt nicht, so guckt er auch. Ja. Was ist hier los? Ecke. Und einer ist von mir verletzt. Ja, sag ich doch. Da sehr gut. Verletzt. Und Ecke! Nicht rein. Ich hoffe, bis zur Schlussphase wird das hier nicht mehr dauern. Jetzt. Ja, aber geht's doch. Messi macht das 1-0. Ja, komm. Karte. 40. Minute, Janschke. Gelb. Ah, guck mal, da kommt er nicht hinterher. Oh. Oh, Ecke? Ist das eine Ecke? Ja, müsste genau. Müsste Ecke geben. Schön. Oh, hat der Sommer den wieder rausgeholt. Alter Schwede. Wen hat er den denn noch gehalten? Hier gut guck gefaustet. Das war ein strammes Ding. Und dann... Hammerparade. Klasse. Ey, wer sagt, dass du die Hacke benutzen sollst? Ich spiele hier Fußball. Schön. Perfekt. Ja. 1-0. Ja, Neymar freut sich erstmal hier. Oh, hier. Der hat schon gelb. Glaube ich. Nee, doch noch nicht. Ach, Punkt. Da war ja alles gut. Ja, man merkt schon, die Mittel von Gladbach sind nicht so stark wie vom Barca. Ja, und das muss jetzt Freischuss geben. Rot. Er hat nämlich schon gelb. Das springt ja auch da drüber. Was? Hätte er nicht gepfiffen? Nö. Ja! Ah, das tut doch gut. Ja, das macht die Statistik nochmal spannend. Ja, das stimmt. Wenn ihr mitmacht, reicht das aber eben auch schon, um im Video genannt zu werden. Wir freuen uns ja über alle Teilnehmer. Oh, da ist das 1-0 für Monaco. Und schon wieder ein frühes Tor. Ach, oh, jetzt ist Platz. Holland. Toprak. Der wird gelegt. Es gibt gelb, nachträglich. Oh, und Freistoß jetzt schon. Aber kein Elfmeter. Da hinten oder da vorne? Da hinten. Erstmal gelb. Ja.
Falcao, Falcao, Falcao. 2-0. Schöner Flock. Das war knapp. Der Flug aus dem Stadion. Aber was ist denn jetzt noch? Bam! Oh. Ich liebe dich, Mandy. Fuck. Oh, fuck. Fuck. Nein. Oh. Aber es war Abseits. Oh, ja. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Abseits und Latte. Also, die Latte zählt trotzdem. Ja, na klar. Ich bin so nett, du gibst hier in der Statistik. Pff. Yeah! 3-0. Nein! Okay. Oh. Hab die Statistik noch ein bisschen aufgearbeitet. Oh, Sokrates dazwischen. Oh. Nein! Ja! Das darf nicht wahr sein. Und da ist 2-0. Ja! Ja! 2-1. Ja! Oh, das tut gut. War mit Pfosten, ne? Na, endlich mal wieder drin, ey. Boah. Modric. Verliert den Ball. Das ist kacke. Oh, ja, dann musste pfeifen. Ganz klar. Sergio Ramos. Gelb. Ja, kommt sehr gut. Oh, Mann. Jetzt. Immer noch. Es wird nichts angezeigt. Doch, da. Da, Ramos verletzt. Ist verletzt. Schöner Pass. Super weitergeleitet. Götze. Oh! Aubameyang. Ja! Oh! Ja! Oh, war das geil! War das gut gemacht! 3-2. Und dann durch so die Beine bin ich. Von Bürki. So bin ich. Oh, 3-3, was ist denn hier los? Geil, geil, geil. Ich bin stolz auf euch. Der liegt. Ja, gut so. Gelb. Ja. 3-3. Nein. Ja. Bam! Ja! Kacke! 90. Minute! Oh, ein Scheiß! Meine Fresse! Und der war noch dran. Oh. Oh, Kacke! Scheiße, ey! Und es gibt ja morgen noch die Europa League. Das ist ja auch ganz, ganz spannend und knapp. Da entscheidet sich auch, wer über... Wind. Ja, genau. Wer jetzt über die Winterpause dann auf der 1 bleibt. Also verpasst das nicht. Morgen Schalke gegen Salzburg. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.